Salto. 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 Palazzo Madama. Eine Reise durch die italienische Politik. Von Gerhard Mummelter. Le celebrazioni del 25 aprile iniziano all'altare della patria con il Presidente della Repubblica che depone una corona al milite ignoto, ad accoglierlo il Ministro della Difesa, il Presidente del Consiglio e i Presidenti di Senato e Camera. Insieme al Ministro Crosetto, poi, Mattarella si reca a Cuneo, città italiana insignita della medaglia d'oro al valor militare per il contributo reso per la liberazione del Paese. È qui che veniva sviluppata un'idea di Costituzione. Le Costituzioni nascono in momenti straordinari della vita di una comunità, sulla base dei valori che questi momenti esprimono e che ne ispirano i principi. Le repubbliche partigiane, le zone libere, nelle loro determinazioni e nel loro operare, furono anticipatrici della nostra Costituzione. Es war eine Premiere und ein schwieriger Drahtseilakt, dass Italiens erste Regierungschefin mit Wurzeln im faschistischen Movimento Sociale MSI die Befreiung Italiens vom Faschismus würdigt, ist ein politischer Nonsens. Doch als Regierungschefin blieb ihr bei der pompösen Zeremonie in Rom, bei der die Frecce Tricolori grün-weiß-rote Streifen in den Himmel über dem Altare della Patria ziehen, ein Auftritt nicht erspart. Ihre Partei heißt zwar nicht mehr Movimento Sociale, doch die grün-weiß-rote Flamme ist im Listenzeichen erhalten geblieben. In ihrer 10-minütigen Rede zeigte sie sich, wie La Repubblica anmerkt, als Equilibrista, né fascista né anti. Meloni ging das heikle Thema geschickt an. In einem Brief an den Corriere della Sera, den die Zeitung auf ihrer Titelseite abdruckte, überließ sie dem unstrittigen Staatspräsidenten die tragende Rolle. Oggi l'Italia celebra l'anniversario della liberazione. Io stesso lo farò accompagnando il Presidente della Repubblica Mattarella nella tradizionale cerimonia di deposizione di una corona di alloro all'altare della patria, mentre i ministri del governo parteciperanno ad altre celebrazioni istituzionali previste. E alle parole di democrazia e Costituzione del Capo dello Stato fanno eco quelle di Giorgia Meloni, che dalle colonne del Corriere della Sera, con una sua lettera, parla di ritrovata concordia nazionale. Da anni, scrive il Presidente del Consiglio, i partiti che rappresentano la destra in Parlamento hanno dichiarato la loro incompatibilità con qualsiasi nostalgia del fascismo. I valori democratici sono il principale frutto del 25 aprile, che deve essere un momento nazionale, continua Meloni. A distanza di 78 anni, l'amore per la democrazia e per la libertà è l'unico antidoto contro i totalitarismi. Kern der Botschaft: Die italienische Rechte habe ihre Unvereinbarkeit mit jeglicher Faschismusnostalgie erklärt. Zu ihr gehörten inzwischen katholische und liberale Kräfte, die einst den Faschismus bekämpften. Wir stehen auf der Seite der Freiheit, ohne Wenn und Aber. Sie hoffe, dass der Tag der Befreiung ein Moment der Einheit des Landes werden könne. Meloni kritisierte die imaginäre Teilung des Landes in Demokraten auf der einen Seite und jene, die angeblich von einer Rückkehr zur Diktatur träumten, auf der anderen. Auf diese Weise werde der Faschismus als eine Waffe benutzt, um dem politischen Gegner die Legitimität abzuhalten.
abzusprechen. Damit habe man Menschen, Organisationen und Parteien über Jahrzehnte aus allen Debatten ausgeschlossen. Meloni war gut beraten, die tragende Rolle am Staatsfeiertag dem 81-jährigen Staatspräsidenten Sergio Mattarella zu überlassen, der längst in beeindruckender Weise das Gewissen des Landes verkörpert. Der Staatspräsident besuchte die piemontesische Gemeinde Boves, in der deutsche Truppen im Winter 1943 zahlreiche Zivilisten getötet hatten. Mattarellas Mahnung: Bisogna tenere viva la memoria. Eine Sonderrolle für sich beanspruchte einmal mehr der ultrarechte Senatspräsident Ignazio La Russa, in dessen Wohnung zahlreiche Erinnerungsstücke aus der Mussolini-Ära stehen. Er flog zu einem EU-Treffen nach Prag und legte dort einen Kranz am Grabmal für Jan Palach nieder. Palazzo Madama. Eine Reise durch die italienische Politik von Gerhard Mummelter. Hallo. Einen Podcast zu machen bedeutet viel Aufwand. Wenn du dir ein Salto-Abo holst, kannst du mit einem Klick und wenigen Euros diese Arbeit konkret unterstützen. Denk daran. Salto. 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 Salto.